Rentnerblitz. Nein, wir übernehmen keine privaten Aufträge. Wir übernehmen nur Renovierungsarbeiten in gemeinnützigen Einrichtungen. Ja, das haben Sie richtig verstanden. Das sind alles Rentner, die das freiwillig machen. Nein, das sagte ich Ihnen doch, das können wir nicht. Ja. Wiederhören. Du, oder Fritz kommt Rentnerblitz. Was? Moment mal. Fritz kommt mit dem Zement nicht aus. Er braucht doch zwei Sacks. Ja, muss ich bestellen. Hallo, hören Sie noch. Also, es bleibt dabei. Wir fangen am Montag, den 17. an. Vier Mann. Ja. Nein, das brauchen Sie nicht, das bringen wir mit. In Ordnung. In Ordnung. Wiederhören. Otto, das ist Dr. Wagemuth. Der möchte bei uns mitmachen. Ja, einen kleinen Moment, ich muss mir das nur mal eben notieren. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Bitte. So. Sie interessieren sich also für unsere Arbeit? Ja. Darf ich mal fragen, was sind Sie denn von Beruf? Ich bin Jurist, Rechtsanwalt. Ah. Rechtsprobleme hatten wir eigentlich noch nicht. Nein, so ist das nicht. Ich habe meine Praxis meinem Sohn übergeben und jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Ich habe von Ihrer Aktion in der Zeitung gelesen und wollte einfach mal fragen, ob ich hier mitmachen kann. Naja, am besten erkläre ich Ihnen mal kurz, was wir so machen. Conradi, kannst du nicht mal mit dem Geklapper aufhören? Also, wir sind eine Gruppe von Rentnern. Alles alte Handwerker und Arbeiter. Wir haben uns zusammengetan, weil, wie soll ich sagen, wir wollen im Alter nicht hinterm Ofen versauern, sondern noch was Sinnvolles tun. Wir machen Renovierungsarbeit. Und zwar überall da, wo für Renovierung kein Geld vorhanden ist. Neulich haben wir bei einer alten Dame, die schon über 90 ist und bei der seit 20 Jahren in der Wohnung nichts gemacht worden war, da haben wir alles tipptopp renoviert. Was die sich gefreut hat, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ja, und dann haben wir auch schon gemeinnützige Einrichtungen renoviert. In einem Altenheim und auch in einem Kinderheim. Da kriegen wir dann freies Essen, die Anreise wird bezahlt, Versicherung und kleines Taschengeld gibt es auch. 15 Mark pro Mann und Tag. Aber wie gesagt, das machen wir alles freiwillig. Sozusagen ehrenamtlich. Es geht uns dabei nicht ums Geld, sondern um, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, um eine gute Tat. Und dabei bleiben wir fit und kommen noch ein bisschen in der Gegend um. Das ist es. Also würde ich sehr gerne mitmachen. Ich bin zwar kein Handwerker, aber vielleicht gibt es was, wobei ich Ihnen zur Hand gehen kann. Manuell bin ich gar nicht so ungeschickt. Ja, ich will mir mal Ihren Namen aufschreiben und dann bespreche ich das mit meinen Kollegen. Wie viele sind denn das? Inzwischen sind wir 16 Mann. Sie wären dann der 17. Dr. Wagemuth, habe ich das richtig verstanden? Ja, mit TH. Aber den Doktor können Sie vergessen. Nein, danke, nicht mehr. Ich muss gleich los. Nun essen Sie doch erst mal, Karl. Wo bleibt denn der Otto? Der telefoniert noch. Also, ich fahre denn. Es gibt noch Nachtisch. Danke, ich habe wirklich keine Zeit mehr. So, das wär's. Na endlich, wird ja alles, Karl. Mensch, jetzt habe ich ja den Zement vergessen. Da muss ich noch mal anrufen. Also jetzt machen Sie mal einen Punkt. Glauben Sie denn, ich koche hier für Sie und dann haben Sie nicht einmal Zeit zum Essen? Sie kriegen doch alle miteinander noch ein Magengeschwür. So, und jetzt setzen Sie sich schön hin und essen in Ruhe. Sie auch, Karl. Arbeiten ist ja ganz schön, aber es kann auch ausarten. Hör ich. Dann geh mal her mit dem Nachtisch. Und in Ruhe. Sonst kriegen Sie es mit mir zu tun. Nee, Fritz, seit 5 ist zu viel. Bei der Kupplung bin ich sowieso ein bisschen skeptisch. Die macht noch gut ihre 50.000. Na, bin ich aber nicht so sicher. Aber, lieber Freund, die Radlager sind aber auch ganz schön ausgeschlagen. Nix, nix, nix. Die habe ich gerade erst machen lassen. Ach, das kannst du mir nicht erzählen, Fritz. Du hast doch bloß dich abschmieren lassen. Du und außerdem. Wir wollen ja den Bus nicht für privat, sondern für unsere Aktion. Meine alte Firma stellt uns Tapeziertische zur Verfügung. Kostenlos natürlich. Ich meine, der Rentnerblitz erweist sich doch als eine gute Sache.
Die Rentner sind von der Straße. Gleich fange ich an zu weinen. Also 1-4. Ja, 1-3. Du machst immer noch ein Geschäft, Wald. Der zieht mir doch das letzte Hemd aus. Also, weil du es bist und für deinen komischen Verein da 1-3. Das ist aber mein letztes Wort, da setze ich ja noch zu. Ist ja für eine gute Sache. Jetzt hör bloß auf, sonst überlege ich es mir noch. Danke, Fritz. Komm, gehen wir ins Büro. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu komme, ihren Bus zu verschenken. Ah. Das ist doch wirklich eine Schnapsidee von dir, Vater. Nee, überhaupt nicht. Hilf mir doch mal. Ich hab einen völlig klaren Kopf. Ja, einen Dickkopf hast du. Aber das war bei dir nichts Neues. So, so. Du kannst doch wirklich was Vernünftigeres machen als so ein Quatsch da. Ich will da mal sagen, das ist überhaupt kein Quatsch. Das ist eine sehr gute Sache und für einen guten Zweck dazu. Wir renovieren nämlich nur in gemeinnützigen Einrichtungen. Du hast dein ganzes Leben lang keinen Schlag im Haus getan. Na eben, da hatte ich auch keine Zeit dazu. Deswegen fange ich ja jetzt damit an. Malerarbeiten. Ja, und Maurerarbeiten. Na, wenn du maurst, das fällt doch gleich wieder zusammen. Ja, das werden wir ja sehen. Aber Vater, du machst dich doch einfach lächerlich. So. Hör mal zu, mein lieber Sohn. Erstens einmal ist es ja wohl meine Sache, ob ich mich lächerlich mache oder nicht. Und zweitens möchte ich in meinem Leben auch noch einmal was anderes gemacht haben, als nur mit meinem Kopf arbeiten. Ich möchte nämlich endlich einmal mit meinen Händen arbeiten, und zwar sinnvoll und nicht nur auf dem Golfplatz. Und drittens gefallen mir diese Leute vom Rentnerblitz. Die sind in Ordnung. So, damit ist das Thema beendet. Also das ist klar. Wir verbrettern in diesem Kinderheim den Pavillon mit Kiefern, Nut und Feder. Und als Wärmedämmung nehmen wir Schaumstoffplatten. Dann können wir auf diesen Einsatz auch den neuen mitnehmen, den Hans Wagenmuth. Doktor war. Ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn Heinrich mitkommen würde. Hat Jenny eigentlich die Kreissäge abgeholt? Weiß ich, ich glaub's nicht. Mein Gott, nochmal, ich hab Jenny das extra gesagt. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Wo steckt denn der überhaupt wieder? Rentnerblitz? Ja. Ach so. Ja? Rentnerblitz. Ja, guten Tag. Ja? Ja. Na, wie gefällt euch unser Rentnerblitz? Ist der Wagen nicht schön geworden? Habt ihr wirklich prima hingekriegt. Los, das Werkzeug kommt hinten rein, das andere oben drauf. Das Gepäck setzen wir unter die Bänke. Ich habe ja sowieso nicht viel mitgenommen. Hast du einen dicken Pullover mit? Abends wird das manchmal ganz schön kühl. Ja, hab ich. So, ich denke, das reicht. Ach, wir wollen doch keine Weltreise machen. Lass dich noch wundern, Frau Böttchers Brote sind die besten. Du hast keine Reden, Konrad, ich fass lieber wieder an hier. Otto! Otto! Da kommt meine Alte. Pass auf, die will nicht, dass ich mitfahre. Lass dich bitte nicht weich machen. Moin. 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 Also, Herr Schabrowski. So geht das wirklich nicht weiter. Heute Morgen erfahre ich erst, dass mein Mann schon wieder auf so einen Einsatz mitfährt. Der ist dauernd unterwegs und ich kann allein zu Hause hocken. Wie denken Sie sich das eigentlich? Das verstehe ich natürlich. Aber Sie müssen das auch mal so sehen, Frau Bartels. Der Heinrich ist für uns ein wichtiger Mann. Der hat so viel Erfahrung am Bauch. Und gerade bei dem Pavillon jetzt in dem Kinderheim, das können wir ohnehin gar nicht. Ja. Von seinem Beruf hat er schon immer was verstanden. Ne? Mein Zuhause gibt's nichts zu tun. Das kann ich jetzt alles alleine machen. Wir haben einen großen Yacht. Lassen Sie mal noch mal erweichen, Frau Bartels. Wir alle sind Ihnen auch sehr, sehr dankbar dafür. Naja. Naja. Aber das ist jetzt das letzte Mal, Heinrich. Ja, ist gut, ja. Hast du auch warmes Unterzeug mit? Hab ich alles eingepackt. Ja. So, dann mach gut, Lisfen, ne? Ja. Tschüss, Kind. Tschüss, Heinrich. Ja, stand, ne? Ja, mach's gut. Pass gut auf dich auf. Yeah!
bin die Heimleiterin Elisabeth Litzmann. Schabrowski. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, wir hatten zusammen telefoniert. Ja. Das ist der Karl Negle. Guten Tag. Herr Konradi. Freut mich. Ja. Johann Schmidt. Genannt ja. Johnny. Heinrich Bartels. Guten Tag. Wagemuth. Tag. Uli Paschke. Tag. Guten Tag. Oh Gott, hoffentlich kann ich mir all die Namen merken. Das liegt ja herrlich hier. Ja, unsere Gegend ist schön. Oh, jetzt kommen Sie erst mal rein. Ich zeige Ihnen mal, wo wir Sie untergebracht haben. Viel Platz haben wir hier nicht, aber ich hoffe, es ist Ihnen nicht so primitiv. Ach, die Sachen, die können wir doch nachher holen. Jetzt gibt's erst mal einen richtigen Kaffee. Wahrscheinlich würde es gar nicht mehr die konfessionelle Spaltung in katholisch und protestantisch in Europa geben, wenn dein Wallenstein damals seine Pläne verwirklicht hätte. Das ist eben die Frage, hat er es wirklich ernsthaft gewollt oder hat er nur mit dem Gedanken gespielt? Wäre es möglich, könnte ich nicht mehr, wie ich wollte, nicht mehr zurück, wie mir es beliebt. Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht. Beim großen Gott des Himmels. Es war nicht mein Ernst. Beschlossene Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir. Na bitte, Wallensteins Tod, erster Akt. Eigentlich erstaunlich, wie nah Schiller der historischen Wahrheit kam. Jedenfalls hatte Wallenstein damals für eine kurze Zeit die Macht, den Religionskrieg zu beenden. Ja, später war das nicht mehr möglich. Na, überhaupt, Schiller. Wir brauchen neue Bretter. Na, Moment mal. Zum Werke, das wir ernst bereiten, geziemt sich auch ein ernstes Wort. Wenn gute Reden Sie begleiten, dann fließt die Arbeit munter fort. Mit anderen Worten, lasst uns nun die Bretter rübertragen. Genau das. Ah, und da, Frau Litzmann, kann ich Ihnen helfen? Oh ja, gerne. Das muss alles in die Küche. Da haben Sie aber ganz schön was eingekauft. Oh ja. Unter anderem 120 Negerküsse. Die sind ja sehr gefragt. Hey, der Zaun da, der muss aber dringend erneuert werden. Ja, ja, der sieht schlimm aus. Na, das machen wir Ihnen noch. Ein bisschen ein Mäuerchen. Sie sind wirklich sehr nett. Das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich bewundere, wie Sie das hier so machen. Ich beobachte Sie schon die ganzen Tage. Hoffentlich beobachten Sie da nichts Schlimmes. Aber nein, ganz im Gegenteil. Sag mal, Rudi. Was machst du denn da für eine Kappes? Warum fuchst du denn nicht gleich? Warum soll ich denn das gleich fuchen? Weil man das so macht. Wer sagt denn das? Ich. Und warum macht man das so? Ist doch wohl ganz einfach. Weil wir das immer so gemacht haben. Hör mal, Rudi. Ich war fast über 30 Jahre im Bau. Da will ich doch wohl wissen, wie man das macht. Ah ja. Was glaubst du nur eigentlich, wie lange ich beim Bau war? Hä? Ich habe mit 15 Jahren angefangen und jetzt bin ich über 50. Und gefucht wird später. In einem Zusammenhang, weil das rationeller ist. Verstehst du? Und drum möchte man das so. Das ist mir wurscht, liebe Herr, ob das rationeller ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das so keine Arbeit. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Aber es ist doch wohl so, dass die Mauer nicht umfällt, ob man es nun so macht oder so. Oder? Nö. Nö. Na also, dann knobelt doch. Knobeln?
Wenn Adler gewinnt, wird so gemacht, wie Heinrich sagt. Ja. Und wenn Zahl gewinnt, so wie Rudi. Soll mir recht sein. Adler. Na, siehst du. Aber ich doch gesagt, dass gleich gebucht wird. Warum weinst du denn? Auto ist kaputt. Och, gib mal her, komm. Das kriegen wir schon wieder hin. Hast du denn kein Taschentuch? Nein. Nee? Na, dann warte mal. So. Schön kräftig. So. Na, wie heißt du denn? Jutta. Jutta. Na, ich bin Johnny. Jetzt gib mal acht. Hokus pokus. So, alles wieder in Ordnung. So, bitte sehr. Na, geh mal. Na, jetzt fährt's ja wieder. Da sind sie. Na, schläft Ihre Rasselbande? Ach, die haben heute so rumgetobt, die schlafen alle. Wo sind denn die anderen? Die sind ins Dorf runter, ein Bier trinken. Sie haben es eigentlich wunderschön hier. Ja, stimmt. Ist schön hier. Aber manchmal ist es auch ganz schön schwer. Wissen Sie, unsere Kinder sind eigentlich alle aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie sind oft schon durch viele Hände gegangen und ganz schön kaputt, wenn sie bei uns landen. Da muss man dann sehr viel Geduld haben. Man muss unheimlich behutsam sein, damit die Kinder spüren, dass sie keine Angst mehr haben müssen. Dass man sie einfach gern hat. Dass man... Die kleine Sabine, vor einem halben Jahr hat man sie zu uns gebracht. Damals war sie 2,5. Sie war nur noch Haut und Knochen, nahm überhaupt kein Essen an, ließ sich auch nicht anfassen, wie so ein wildes kleines Tier. Sie war schon durch 3 Pflegestellen gegangen und bei der letzten musste sie weg, weil die Frau ein eigenes Kind bekam. Da waren wir oft ganz schön verzweifelt und ratlos. Wir wussten und glaubten überhaupt nicht, dass wir sie wieder hinkriegten. Dann vorgestern Abend, da habe ich noch mal nach ihr geguckt und auf einmal ist sie mir auf den Schoß gekrabbelt. Das erste Mal. Ja, ja. Die Kinder haben sie gern. Das habe ich schon bemerkt. Was sie auch alles bemerken. Gehen wir noch ein Stückchen? Du eigentlich immer das größte Stück. Ist da ein Trick bei? Dass du alles merkst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Guten Appetit und Mahlzeit. Mahlzeit. Pass auf, dann hinter Rudi da keine Feier der gemacht. Hallo. Na? Schön. Was? Dankeschön. Ja, es geht schon vorab hier. Immer Neugier. Was das hält. Wenn das nicht aushält,
Da können Sie ja 10 Kinder dran hängen. Hallo. Guten Tag. Oh, mein Gott, das sieht ja hier dufter aus. Und Sie sind doch so schnell fertig geworden. Wir halten uns ja auch ran. Daher der schöne Name Rentnerblitz. Wissen Sie was? Wenn Sie hier ganz fertig sind, dann machen wir ein schönes Fest. Ah. Da sind Sie bei uns gerade richtig. Für Feste feiern sind wir nämlich auch Spezialisten. Ja. Ah. Markus, die behalten wir hier, was? Schönes Fest. War überhaupt eine schöne Arbeit hier. Wir haben uns bei Ihnen richtig wohlgefühlt. Es war auch schön, Sie hier zu haben. Es war so, wie soll ich das sagen? Sie waren nicht irgendwelche Handwerker, die was renovieren und dann wieder gehen. Das ist aber hübsch. Wollen wir schon morgen abfahren? Also gegen 9. Dann sind wir um 2 etwa wieder zu Hause. Hört mal. Ich wollte euch etwas sagen. Also, das ist so. Ich werde aus unserer Kommune ausscheiden. Was? Was ist los? Was soll das? Ja, red doch keinen Quatsch, Karl. Ist doch wohl nicht dein Ernst. Doch, doch. Ich werde hier bleiben. Elisabeth und ich haben beschlossen, zusammen zu bleiben. Das ist ja eine Überraschung. Das haben wir noch gar nicht gemerkt. Ach so, daher die großen Fleischstücke. War gar kein Trick. Mann, Karl, herzliche Freude. Herzlichen Glückwunsch von mir. Danke. Karl. Danke. Karl, du wirst uns fehlen. Was machen wir drei bloß ohne dich? Oh, da habe ich keine Sorge. Ihr werdet schon wieder einen finden für unsere Rentnerkommune. Es sind doch so viele da, die auf einen solchen Platz warten. Ne? Ja, denn schöne Seelen finden sich zu Wasser und zu Lande. Schiller.